unterbrochen. Hallo, der Matthias ist hier und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, hier bei meinem neuen Video draußen an der Nordseeküste. Und zwar habe ich hier heute einen ganz besonderen Ort entdeckt, den ich dir ein bisschen zeigen möchte. Es ist das alte Minendepot von Gronden, die Erweiterung. Diese Erweiterung wurde schon vor vielen Jahren komplett stillgelegt und die alten Gebäude wurden abgerissen. Und was jetzt hier geblieben ist, ist eigentlich nur noch so eine Brachlandschaft mit viel offenem Feld. Das Ganze ist zur Straße hin komplett abgesperrt mit dicken Steinen. Da kommt man mit dem Auto nicht durch. Mit meinem E-Bike ging das natürlich. Und da habe ich mich jetzt hier mal aufgemacht an einem schönen Tag, um die R2S hier zu fliegen. Die starten wir jetzt gleich mal gemeinsam und dann wollen wir mal sehen, was wir hier für Aufnahmen hinbekommen können. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Du weißt ja Bescheid. Gib mir einen Daumen nach oben, schreib einen kleinen Kommentar. Und falls du noch nicht meinen Kanal abonniert hast, kannst du das jetzt auch gerne tun. Okay, und dann wollen wir mal beginnen, die R2S zu fliegen. Geht auch wieder sehr gut.
Ja, und das hat schon mal ganz gut geklappt hier in der Wildnis beim alten Minendepot von Groden, dem erweiterten Abschnitt, der schon lange aufgegeben wurde und abgerissen wurde. Ich werde jetzt gleich noch mal mit dem letzten Akku, den ich für die R2S heute hier dabei habe, das Active Track noch mal benutzen mit dem Folgenmodus, dem Following, nicht mit Parallel. Ich denke, das wird auch ganz gut funktionieren hier. Und dann werde ich das Rad erstmal ein Stückchen schieben und dann auch noch etwas radeln dort in dem Bereich. Okay, bleibt dran, gebt einen Daumen nach oben, schreibt einen kleinen Kommentar. Ihr wisst ja, wie das läuft. Okay, also dann viel Spaß. Gut. Jetzt war es folgt. So, und das war dann auch schon wieder hier mein kleiner Flug mit der DJI R2S an diesem kleinen Lost Place hier an der Nordseeküste, dem alten Minendepot Groden, der erweiterte Abschnitt. Das bin ich ja eben gerade mit der R2S hier abgeflogen und dem Active Track. Diesmal habe ich sogar die Folgenfunktion, die Follow-Funktion gefunden und damit klappt das wirklich gut. Es fliegt nirgendwo gegen und das hat wirklich astrein hingehauen. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, dass du das Video wieder bis zum Schluss geschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, weißt du ja Bescheid, gib mir einen Daumen nach oben, schreib einen schönen kleinen Kommentar, freue ich mich immer drüber, das weißt du ja. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das jetzt natürlich auch gerne machen. Ja, und dann sehen wir uns schon bald in meinem nächsten Video. Also bleib gesund, mach's gut, unternehm was Schönes, so wie ich hier heute. Also bis dann, dein Matthias.